Heute ist der 20.05.2011 und hier sind die Anzeigen des Tages. Wer vorher schon hier war, hat mitbekommen, heute, der 20.05., ist nicht der Tag der Komplimente. Aber am 20.05. vor genau 19 Jahren, also am 20.05.1992, wird der Täter des Kreuzworträtselmordes verurteilt. Er wurde durch einen groß angelegten Schriftvergleich überführt, weil am Tatort ausgefüllte Kreuzworträtsel als Beweismittel gefunden wurden. Seine Strafe 24 Jahre, 10 senkrecht, 14 waagerecht. Und am 20.05.1515 setzt zum ersten Mal seit dem 3. Jahrhundert wieder ein Nashorn seinen Fuß auf europäischen Boden. Es wurde in Lissabon an Land gebracht und in der Nacht kletterten die afrikanischen Soldaten aus dem Bauch des Nashorns in Lissabon raus und haben so die Stadt... Nee, das war Troja. Das Nashorn ist einfach nur von Dürer als Holzschnitt verewigt worden. So. Erste Anzeige von Tante Steffi. Lieber Nick, gestern war Spider-Man bei mir zu Hause und hat etwas für dich abgegeben. Was verrate ich jetzt aber noch nicht. Aber spätestens beim Grillen heute Nachmittag wirst du sehen. Happy Birthday und Happy Weekend dem tollsten Neffen in the world. Niki. So, nächste Anzeige. Das Wochenende wird schön. Warum dann nicht mal Eis essen gehen im La Grenade? Da gibt es wieder viele schöne neue Eissorten. Im Moment im Angebot Margarita, wenn man davon viel isst, kein Auto mehr fahren, kann denken. Weißen Trüffel, extra dunkel Schokolade oder Pfefferminz. So langsam haben wir es auch raus da. Auch Birne, Kresse, war sehr lecker, hatte ich glaube ich schon mal erzählt. Naja, und wer lieber was trinkt, kann ja gegen die Savanna gehen. So, dann noch einmal hier, die Barbie-Puppen. Suchen ein Zuhause. Hallo, ich bin der Ken. Die ganzen Weiber gehen mir auf die Nüsse. Nehmen wir die doch mal ab. Da sind 1000 Stück dabei. Nein, gar nicht wahr, es sind so 20 oder so. Irgendwie hier so 40 Blüten Barbie und hier so eine Rockstar-Barbie. Au, und hier Coca-Cola-Model, die finde ich scharf. Die geht nur mit mir zusammen weg. Also, wir kosten Stück 3 Euro. Ich habe leider keine Schuhe, deswegen gehe ich auch für 2,80 über den Tisch. Aber insgesamt sind wir eine Menge. Wir wollen hier aus dem Jutesack raus und wieder in ein Kinderzimmer. Wir wollen benutzt werden. Also, falls ihr eine Barbie-Puppe haben wollt, meldet euch bei Patch 22 Schellingstraße 22. Da liegen wir so rum. So, tschüss hier. Das war doch wohl sehr überzeugend. Also, wenn die jetzt nicht weggehen, dann weiß ich aber auch nicht. So, zum Schluss gibt es immer noch einen Tipp von meiner Oma. Na, Ärger mit Reißverschlüssen, die immer wieder aufgehen. Ja, Oma weiß, was zu tun ist. Einfach den Reißverschluss andersrum einnähen, weil hochrutschen kann er ja nicht. Blöde für Männer ist dann nur beim Pinkeln müssen wir halt Handstand machen. Aber egal. Wenn Sie was zu sagen haben, sagen Sie es Patch 22 in der Schillingstraße 22. Ich sage es mir, ich sage es im Vierten. Der Markt ist um 13 Uhr hier auf dem Sudermannplatz, an den anderen Tagen um 16 Uhr vor der Agneskirche oder rund um die Uhr im Internet www.derschwarzebrett.de. Das bin ich. Tschüss, schönes Wochenende.